So, hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal der Pfleka Fotografie. Heute Abend habe ich mir mal super Spezielles überlegt. Und zwar, da ich ja Mitglied im Paddelclub bin in Überlingen, habe ich mir überlegt, ich fahre raus mit dem Paddelboot und fotografiere den Sonnenuntergang vom See. Ich hoffe, es wird ein ordentlicher Sonnengang. Wenn euch das interessiert, dann bleibt weiter im Paddel. Wie ihr seht, braucht es natürlich auch einen Haufen Ausrüstung, um auf den See rauszufahren. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn man auf den See rausfährt mit dem Paddelboot, man braucht hier diese wasserdichten Säcke, um alles wasserdicht verstauen zu können. Und dann natürlich das ganze Zeug wasserdicht zu schützen. Ich habe meine Canon R6 Mark II und das 1435 von Canon dabei, das packe ich vorne in den Tagesbehälter rein. Zusätzlich habe ich hier im Sack meine Drohne sowie noch diverse andere Teile. Meine beiden GoPros, die sind schon fest verbaut auf dem Paddelboot. Zusätzlich nehme ich noch mit mein 70-200, denn ich habe ein spezielles Bild zum Sonnenuntergang im Kopf. Ich würde sagen, ich verlade das ganze Zeug jetzt gleich und dann sehen wir uns unten am Ufer wieder. Bleibt dran. So, alles verladen, alles eingepackt. Dann geht's los. Mal sehen, die Bilder was werden und ob ich das Bild, das ich mir vorstelle, erreiche. Bis gleich. Mega gut. Und der Sonnenuntergang scheint auch echt cool zu werden. Habe ich das erste Bild gemacht, schön Richtung Sonnenuntergang, so dass die Spitze vom Boot mit dem Sonnenuntergang angeleuchtet wird und der Schein des Wassers von der untergehenden Sonne, die jetzt schon ziemlich tief steht, dass die auf dem Wasser zu sehen ist. Auch ein sehr, sehr geiles Bild, das man natürlich nur machen kann, wenn man auf dem See ist. Allein das erste Bild, jetzt mit der Spitze vorne Richtung Sonnenuntergang gedreht, auf dem See, war schon die Tour hier raus wert. Echt gigantisch. Richtig cool. Eigentlich wollte ich noch ein Schiff bis so Richtung Sonnenuntergang. Auf dem See noch, ja? Mit Segel auf oder so. Aber irgendwie sind hier momentan keine Segelboote. Die sind schon fast alle beim Abendessen im Hafen. Im Moment sind natürlich Langzeitbelichtungen nicht möglich,
Ist ja logisch. So auf dem See, wie soll das gehen? Wackelt eh alles. Aber der Sonnenuntergang ist auch so recht cool. Und von daher brauchen wir momentan gar keine Langzeitbelichtung. Also wirklich mega schön. Es ist nur gar nicht so einfach, während dem Fotografieren das Boot auszubalancieren und ruhig zu halten. Von daher, weil wir doch noch leichten Wellengang haben, sieht man jetzt bei der GoPro nicht, die ist auch stabilisiert und unterdrückt. Das Wackeln und den Wellengang natürlich. Und von dem her ist das gar nicht so einfach. Oder fällt das gar nicht so auf, dass das Boot hier noch schlingert oder wackelt. Promenadenfest in Überlingen auch voll im Gange. Vielleicht hört man es sogar auf der GoPro, dass in Überlingen Musik ist. Das heißt, ich habe gerade auch noch musikalische Begleitung auf dem See. Auch nicht so schlecht, wa? Kann sich sehen lassen. Ganz cool. So. Und jetzt kommt gerade das zweite Bild, das ich unbedingt haben will. Heute Abend. Jetzt haben wir nämlich den orangenen Feuerball. Dort hinten. Direkt vorm Boot. Und das sieht natürlich jetzt mega geil aus. So, das Boot mitten in den Sonnenschein stellen. Ja, ja. Und Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ihr seht's. War das gerade wackelig. Da kommen jetzt auch noch gerade riesengroße Wellen vom irgendwelchen Passagierschiff, das hier noch gerade gefahren ist. Gar nicht so easy. Aber, jawohl. Bild ist im Kasten. Sieht ganz geil aus. So, fahren ein kleines Stück weiter, weil jetzt kommt dann gleich der richtige rote Feuerball, weil er so richtig schön da hinten die Sonne untergeht und jetzt so richtig hinter den Wolken vorfährt. Ich muss mich jetzt nur ein bisschen beeilen, weil sonst muss man ein bisschen raus. Ich will noch ein bisschen raus. Weil sonst habe ich den Moment nicht richtig drauf. Den will ich unbedingt. Der ist geil. Und da habe ich auch schon das nächste Bild gesehen, was ich mitnehmen könnte. Voll gut. Muss ich nur gleich das Bild machen und dann noch das Objektiv schnell wechseln, damit ich das Bild dann auch noch drauf kriege. Voll gut. Jetzt sind hier richtige Wellen. Genial. Leute, das ist so cool. Das macht so Spaß. Scheiße. Jetzt muss ich mich echt beeilen. Scheiße, 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 scheiße. Verdammt, das Bild ist weg. Fuck. Vielleicht kriege ich es nochmal. Schnell wechseln. Und dann ein wenig Gas geben.
hoch und runter paddeln. Und dann kriege ich vielleicht noch mal. Ich habe noch mal die Option. Disney habe ich die Option. Ja, hab ich gesehen. Kleinen Moment. Auslaufen lassen. Ne, nochmal ein bisschen. Nochmal ein bisschen. Komm, 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 komm. Nochmal ein bisschen. Jawohl. Und quer reinstehen. Ein Bild habe ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Ein Bild habe ich, das ganz gut aussieht. So, und jetzt habe ich schon das nächste entdeckt, das ich unbedingt haben will. Also es ist schon eine Herausforderung, muss ich euch ganz ehrlich sagen, hier draußen rumzupaddeln und gleichzeitig zu fotografieren. Also echt nicht so easy, aber cool. Mega stark. Macht richtig Laune. Oh nein, 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 nein. Jetzt verschwindet der Feuerball auch noch hinter den Wolken. Jetzt schnell sein. Ja, sieht so aus, als wäre das mit der Sonne direkt mit der Sonne das gewesen. Schade. Die Sonne geht heute Abend direkt hinter den Wolken unter. Also von dem her den direkten Sonnenuntergang werde ich nicht mehr draufkriegen. Aber dann genieße ich lieber noch mehr die Stimmung hier auf dem See und habe einfach noch so ein bisschen meinen Spaß hier draußen. Vielleicht finde ich ja tatsächlich doch noch ein lohnendes Motiv heute Abend. Überlegen vom See aus auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch mal sehr cool. Wäre der See noch ein kleines bisschen ruhiger, würde man sogar die Spiegelung von Überlingen auf dem See sehen. Das wäre natürlich jetzt noch richtig geil. Aber leider hat der See noch nicht ganz die ruhige drin und jetzt kommt auch noch mal so ein Passagierschiff. Also von dem her, so ganz ruhig werden wir es gar nicht hinkriegen.
Na, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir Überlingen ja so auch ein bisschen schön. Ja, das hat doch auch schon very nice was. Vielleicht kommt es auch mal ganz cool, das Boot doch noch so hinzustellen, dass wir vor Überlingen das Boot mit drin haben. Kommt doch auch ganz nice. Jawohl, auch das Bild wäre im Kasten. Überlingen mit Boot im Vordergrund. Oha, jetzt habe ich gerade noch was gesehen. Das hat ja schöne Farben auf dem Segel. Richtig cool. Objektiv wechseln und ab geht's. Kleinen Moment, ich muss das Boot erstmal noch ein bisschen drehen. Ist nämlich gar nicht so easy jetzt gerade. Schade, dass es ein bisschen düsig ist. Sonst würde man die Alpen dahinter noch richtig schön sehen. Dann wäre das Canvas Segelschiff natürlich nochmal anders zur Geltung. Aber es kommt auch so schon ziemlich geil. Das sieht richtig cool aus, vor allen Dingen, weil eben gerade düsig ist, sieht es aus wie ein Schiff auf hoher See. Nicht auf dem Bodensee, auf hoher See. Ja. Auf jeden Fall haben wir da auch ein echt cooles Bild. Auch deswegen hat es sich schon gelohnt, heute Abend hier rauszufahren. Ich gucke jetzt mal noch ein bisschen weiter. Ich wollte eigentlich die Drohne steigen lassen und die Drohne hinter mir herfahren lassen. Aber da ich mit der Drohne momentan ein bisschen Kalibrierungsschwierigkeiten habe, habe ich mir überlegt, das lassen wir doch heute Abend lieber sein und machen das mit der Drohne nicht. Bevor die Drohne nachher ja, im See landet, wa? So hier kurz vor Überlingen hat der Bodensee so knappe 150, 160 Meter. Das wäre ein ordentlicher Tauchgang, würde ich sagen. Das muss nicht sein. Es geht Richtung Heimat. Wir haben halb 10
Und ja, die GoPro macht leider nicht so wirklich gut mit, wenn es dann nachher dunkel wird. Deswegen möchte ich jetzt lieber nochmal Richtung Hafen oder Paddle Club, dass das Boot dann einfach erstens rechtzeitig zurück ist, zweitens, dass ich noch mit euch quatschen kann auf dem Weg zurück zum Paddle Club und ihr mich auch anständig seht. Liebe Freunde, ich kann euch sagen, abends auf dem See, so mit einem Paddelboot, das ist schon geil. Du hast einfach deine Ruhe und kannst schön rumhantieren. Ich habe jetzt noch gerade ein Bild gesehen. Brauche ich. Super, fährt gerade ein Passagier-Ausflugsschiff, schön vor Überling, das sieht einfach cool aus, das nehmen wir noch mit, oder? Aber ich denke, das war's so ziemlich mit den Bildern. Überling können wir gleich nochmal mitnehmen. Wenn es jetzt so schön abends beleuchtet ist, müsste ich jetzt allerdings noch ein bisschen länger hier draußen bleiben. Fazit der ganzen Sache. Ich werde es definitiv wieder machen, aber vermutlich im Spätherbst. Und dann hoffentlich auch mal mit der Drohne. So, dass die Drohne mal schön mich auf dem See filmen. Euch wie immer gefallen und wenn sie euch gefallen haben, dann bleibt doch meinem Kanal einfach treu und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich verlinke mal hier oben die anderen Bilder, die anderen Videos, die ich bisher so gemacht habe. Schreibt mir mal in die Kommentare vielleicht, was ich beim nächsten Video so machen soll. Vielleicht habt ihr eine Idee. Wie wär's mal mit einer Challenge oder so? Da seid ihr frei. Ihr dürft euch mal etwas überlegen. Ansonsten habe ich mir auch schon was überlegt. Natürlich geht's beim nächsten Video dann auch wieder an den Bodensee. Aber wenn ihr was habt, was euch interessiert, was ihr gerne sehen würdet von mir, dann sagt's mir doch einfach Bescheid und dann machen wir das. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann gilt abonnieren, Glocke drücken, liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dahin macht's gut. Euer Dennis. Ciao. Sehr cool. Ciao.